Willkommen zurück zu Programmieren 2. Nachdem wir uns in den letzten Videos mit vier Gewinns und der Core-Logik auseinandergesetzt haben, also wie wir das Spielbrett aufbauen, wie ein Spieler einen Zug spielt und so weiter, möchte ich jetzt eben von der Standard-Business-Logik weg hin zum User-Interface, und deswegen werde ich jetzt als erstes ein neues WPF-Projekt hier erstellen. Das heißt, ich gehe hier auf Visual C Sharp, Windows Desktop und wähle dann hier die WPF Application aus und sage hier 4 gewinnt und nehme dann eben den WPF Client dahinter. Okay, dann lasse ich dieses Projekt hier erstellen, und damit ich die Logik, die ich hier in diese Bibliothek 4 gewinnt Core geschrieben habe, hier unten einsetzen kann, nehme ich natürlich eine Referenz auf dieses Projekt hier über die Projektreferenzen auf. Okay, und das erste, was ich jetzt in diesem Video machen möchte, ist, dass ich einen Spieler darstellen kann. Das heißt, ich werde mir jetzt hier mal eine neue View erstellen, ein sogenanntes User Control, das ich dann später als View nutze. Und das wird eben eine Spieler-View letztendlich sein. Und in dieser Ansicht möchte ich dann eben einen Spieler darstellen lassen. Okay, und damit das Ganze nach einem gewissen Schema aufgebaut ist, das man auch leicht testen kann, verwende ich eben für diesen WPF-Client das Pattern, das ModelViewModel heißt. ModelViewModel. Was sagt das aus? Nun, das Model sind eben die Grunddaten, die wir haben. Bei uns ist es so, dass wir eben das Model hier als 4 gewinnt Core beschreiben. Die View ist tatsächlich jetzt für den Spieler eben gesehen unsere hauptsächlich diese XAML-Datei, in der es nämlich in XAML beschrieben, wie das Ganze auszusehen hat und wie das auf bestimmte Änderungen reagiert, also von einem User-Interface aus gesehen. So, und das View-Model ist jetzt eben sozusagen die Verbindung zwischen Model und View, die man eventuell mit hineingeben kann. Und das Ganze sieht eben so aus, dass wir die View haben, die wird in XAML geschrieben, und wenn möglich, sollte man eben darauf achten, dass in der Code-Behind-Datei zur XAML-Datei eigentlich gar kein Code steht, außer der Konstruktor mit dem Initialize-Component-Aufruf. So, und die eigentliche Logik, was denn jetzt aufgerufen werden soll auf dem Model, oder ob man bestimmte UI-Logik hat, die eben einen anderen Status zum Beispiel in der View darstellt, die lagert man eben in das sogenannte View-Model aus. Und dieses View-Model hat üblicherweise Properties, mit denen die sich eben jetzt über den Data-Binding-Mechanismus hier mit der View verbinden lassen. Das heißt, ich mache die View kennt sozusagen das View-Model und macht hier ein sogenanntes Two-Way- oder One-Way-Data-Binding. Data Binding, oder es kann eben auch ein Two-Way Data Binding werden. Und das heißt einfach, dass bestimmte Eigenschaften von Elementen in der View, also seien es Textboxen, seien es Buttons und so weiter, die binden sich an die Werte, die das ViewModel-Objekt über seine Eigenschaften bereitstellt. Also man kann sozusagen sogenannte Dependency Properties von Elementen, die in der View in XAML geschrieben wurden, binden. Also vielleicht sage ich noch ein Beispiel für eine Dependency Property. Das wäre zum Beispiel die Texteigenschaft einer Textbox. Ist nicht bloß eine ganz normale Eigenschaft, so wie wir sie aus C# kennen, sondern eben eine sogenannte Dependency Property. Das ist eine spezielle Implementierung. Und die kann sich jetzt eben
an ganz normale Properties, die im ViewModel stehen, binden. Warum macht man das überhaupt? Der erste Grund, warum man das eingeführt hat, ist, das hier, dieses ViewModel, kann man sehr leicht unit testen, weil es eine ganz normale C-Sharp-Klasse ist, ohne besondere Abhängigkeiten. Wenn man Views testen möchte, und man könnte sich ja auch vorstellen, dass man die ganze Logik, die hier im ViewModel drin steckt, die eben Aufrufe aufs Model macht und so weiter, dass man diese Logik hier auch in die Code-Behind-Datei von XAML, einer XAML-View, eines User-Controls oder eines Windows beispielsweise macht. Das Problem ist aber, damit man diese Logik dann testen kann und vor allen Dingen auch automatisiert testen kann, muss man eben diese View komplett instanziieren. Und die View braucht üblicherweise einen UI-Thread, um richtig zu funktionieren. Und es wird wahrscheinlich auch schwierig, dass man die Private Handlers, die eben von beispielsweise darauf reagieren, dass ein bestimmter Button gedrückt wird oder dass sich, was weiß ich, die Selektion in einer Listbox ändert, dass man diese privaten Händlermethoden, die an diese entsprechenden Events gebunden werden, einfach testen kann. Es sind ja meistens private Methoden in der Code-Behind-Datei der View. So, und damit man dieses Problem umgeht, hat man sich eben dieses Pattern überlegt. Das View-Model lässt sich dann sehr einfach testen, hat überhaupt keine Abhängigkeiten zu irgendwelchen UI-Sachen. Also hier ist zum Beispiel nicht die große Vererbungshierarchie von WPF mit im Spiel, mit Framework Elements, UI Element, Visual und so weiter, was da alles kommt. Und deswegen ist das sehr einfach testbar. Die View überlässt man mehr oder weniger dem Designer, der kann sich mit XAML auseinandersetzen und man benutzt Data Binding, um View und ViewModel hauptsächlich zu verbinden. Es gibt auch noch andere Möglichkeiten, aber vorrangig benutzt man eben One-Way oder Two-Way Data Binding. So, und das ViewModel selbst, das hat noch eine Referenz eben auf das Model und das werden eben in diesem Fall, wenn wir jetzt wirklich von der Spieler-View ausgehen, die Spielerklasse. Wir möchten ja sozusagen die beiden Spieler, die gegeneinander antreten, die möchten wir ja auch sozusagen modellieren. Wer hat noch wie viele Spielsteine? Wer ist gerade dran vor allen Dingen? Und genau das machen wir eben, können wir hier in diesem Model abbilden und eventuell, wenn es UI-spezifische Logik ist, dann auch im View-Model. Genau. Also ich hoffe, man kann hier aus meinen kryptischen Zeichnungen, die ich nebenbei noch auf dem Bildschirm mache, was auslesen. Aber wir fangen jetzt mal an, genau das zu machen. Das nächste, was ich hier mache, ist natürlich, dass ich mir jetzt erstmal ganz grob erstelle, wie das auszusehen hat. Also ich möchte sozusagen mit dieser Ansicht, die eigentlich nur einen einzigen Spieler darstellt, möchte ich A, wissen, wie er heißt, wie der Name des Spielers ist. Dann möchte ich wissen, wie viele Spielsteine er noch hat. Und dann möchte ich wissen, ob er an der Reihe ist. Genau das möchte ich von dieser Ansicht hier wissen. Und diese Ansicht ist eigentlich nur eine Teilansicht, denn sie wird dann zusammen mit dem Spielbrett eben auch noch als Gesamtansicht dargestellt, während ein Spiel läuft. Aber ich möchte mich jetzt hier in diesem User Control eigentlich nur auf einen Spieler beschränken. Wie sieht dieser aus? Und dann duplizieren wir diese Ansicht für jeden Spieler, den wir dann sozusagen in der Gesamtansicht anzeigen. Okay, und ich fange einfach mal an. Ich möchte hier eine Border um mein Grid haben. Und diese Border soll mir eben anzeigen, ob dieser Spieler gerade an der Reihe ist oder nicht. Das heißt, ich mache hier jetzt mal einfach einen Border Brush mit Silver beispielsweise, dass wir hier sehen, dass wir hier einen Rand hinzubekommen und der soll eben da sein, wenn der Spieler an der Reihe ist. Und dann werde ich hier in diesem Grid noch etwas Abstand nach außen lassen. Das heißt, ich mache hier einen Margin von 5. Und hier werde ich dann eben festlegen, wie ein einzelner Spieler auszusehen hat. Ich mache hier zwei Row Definitions rein in dieses Grid.
eine in der oberen Zeile, da soll eben stehen der Name des Spielers. Und ich mache hier die Höhe auf Auto. Und hier in der unteren Reihe möchte ich sagen, wie viele Spielsteine er noch hat. Okay, dann schauen wir uns das mal an, wie das mit diesen Textblöcken aussehen kann. Wir werden jetzt hier eben sagen, dass ich hier einen Text habe, wo eben drin steht, meinetwegen mal Player A. Und dann sehen wir schon, dass das irgendwie noch ein bisschen doof ausschaut. Deswegen werde ich die Fonts Family mal verändern auf Sego UI Lite, damit das etwas angenehmer aussieht. Und ich werde die Font Size etwas erhöhen, vielleicht auf 36. Und dann werde ich noch das Horizontal Alignment auf Center setzen, damit das in der Mitte steht. Und dann schaut es doch eigentlich schon ganz okay aus, meines Erachtens. Und wenn wir das haben, dann könnten wir jetzt noch irgendwie die Farbe vom Spieler hier auch gleich reflektieren. Das heißt, dass wir die Forecolor, Entschuldigung, den Foreground, heißt es, dass wir den hier beispielsweise auf, was nehmen wir denn, so ein Dark Red setzen, wenn der Spieler, der eben diese Farbe hat, hier dran kommt. Also ich designe jetzt eigentlich bloß mal ganz statisch, wie das in etwa auszusehen hat. Und dann erstelle ich mir noch einen zweiten Textblock, dessen Text eben dann meinetwegen 21 Spielsteine hat der Mann noch. Also wir sind ganz am Anfang vom Spiel. Und dann muss ich hier natürlich auch ein paar Sachen setzen, wie zum Beispiel, dass dieser Textblock jetzt bitte in Reihe 1 ist und nicht in Reihe 0. Also auch hier möchte ich eben das Horizontal Alignment auf Center setzen, dass das hier zentriert ist. Ich hätte auch Sego UI, ist eigentlich eine ganz gute Schriftart hier. Ich brauche jetzt nicht diese Light-Variante wie oben. Ich möchte trotzdem noch die Font Size etwas erhöhen, vielleicht so auf den Wert wie 28. Ja, das ist mir schon zu groß. 24. Das ist mir immer noch zu groß. Wie wäre es mit 16? Das ist mir zu klein. 20? 20 schaut gut aus. Okay, und dann haben wir hier natürlich noch die Möglichkeit, dass wir vielleicht etwas Platz nach oben machen. Vielleicht mache ich den Spieler hier oben tatsächlich auch ein bisschen größer. Wie wäre es denn mit 48? 40. Das, glaube ich, ist eine ganz gute Aufteilung, wie wir sie jetzt haben. Und ich möchte aber noch etwas Platz nach oben haben. Das heißt, ich setze hier den Margin auf meinetwegen 0,5, damit ich noch etwas Abstand nach oben habe. Ja, und auch hier hätte ich natürlich gleich gerne den Foreground auf Dark Red, wenn der Spieler eben dran ist, damit man eben anhand zum Beispiel der Farbe sieht, dass die zusammengehören. Vielleicht ist 5 auch ein bisschen zu viel Abstand. 3 ist vielleicht ein bisschen auseinander, aber muss nicht viel sein. Okay, und damit hätte ich jetzt schon mal grundlegend in der View beschrieben, wie das Ganze auszusehen hat. Allerdings ist das hier natürlich nicht veränderlich. Also ich habe jetzt hier noch keine Mechanismen platziert, mit denen man jetzt eben sagen könnte, hey, der Spieler, es gibt nicht nur Spieler A, sondern auch Spieler B, meinetwegen, und dass die Spielsteine, wenn die dann eine Zeit lang eben gespielt werden, einfach weggehen. Und genau das werden wir jetzt eben machen. Das machten wir aber eben im View-Model, beziehungsweise im Model und nicht in der View. Und das erste, was ich mir jetzt hier eben baue, ist ein neues Interface, in dem ich jetzt spezifiziere, was denn die Spieler-View eigentlich für Sachen braucht. Also ich mache hier ein Public Interface I Spieler-View-Model. Und wir können uns ja jetzt ganz einfach, indem wir uns hier nochmal verdeutlichen, was wollen wir denn eigentlich alles haben.
Wir möchten die Information haben, ist der Spieler an der Reihe? Das soll nämlich hier an dieser Border reflektiert werden. Wenn der Spieler nicht an der Reihe ist, dann möchte ich das bitte auf Transparent setzen. Also das sozusagen, es ist eigentlich zwar ein Rand bei dieser Border vorhanden, aber man sieht ihn nicht. Und wenn der Spieler an der Reihe ist, dann möchte ich zum Beispiel sagen, hier Silver oder ich hätte vielleicht auch gerne Dark Red. Also je nachdem, was der Spieler dran ist. So, und deswegen mache ich jetzt hier eben einen Boolean, indem ich eben sage, dass wir hier ich glaube, wir machen es sogar anders. Wir könnten auf diesem Spieler-View-Model jetzt eben sagen, das ist die Spielerfarbe. Das heißt, ich mache hier jetzt einen Brush, den ich haben möchte. Die Spielerfarbe. Das möchte ich bitte lesen können. Also wie gesagt, wir definieren hier hauptsächlich eigentlich bloß Properties. Und die Spielerfarbe ist aber eigentlich auch schon auf dem Spieler enthalten, wenn ich mich... Nee, eigentlich noch nicht. Das wäre natürlich interessant, dass wir das mal mit festhalten. Also man könnte jetzt hier eben auch direkt den Spieler mit einer Farbe ausrüsten und das kann man dann eben hier aus dem Spieler-View-Model ablesen. Das heißt, wir könnten jetzt hier eben sagen, wir geben auf jeden Fall mal den Spieler, also das eigentliche Model, mit zurück. Machen wir es mal so. Und das ist eigentlich auch ein Stück von Business-Logik, dass wir hier eine Farbe dem Spieler mitgeben können. Und deswegen werde ich mir hier noch ein Feld hinzufügen, das man eben mit übergeben muss. Okay. Gut, dann möchte ich hier auch noch die Information haben, das haben wir beim Spieler jetzt noch nicht drauf, ist denn der Spieler an der Reihe? Das möchte ich eben über einen Boolean ausdrücken. Und zu guter Letzt hätte ich... Ist das schon alles, was ich brauche? Nee, ich glaube, das reicht tatsächlich. Weil wir über den Spieler nämlich auch an dessen Spielsteine kommen, beziehungsweise eigentlich an diese Liste von Spielsteinen. Und damit haben wir eben die Möglichkeit, dass wir auslesen können, wie viele Spielsteine er denn noch hat, nämlich über die Count-Eigenschaft von iList. Was natürlich vielleicht auch noch geht, ist, dass wir hier mal eine Read-Only-List draus machen. Jawohl, das ist dann schwieriger als gedacht. Also lassen wir es mal so, wie es ist. Okay, das heißt, wir können jetzt zurückgehen und dieses Spieler-View-Model mal in einer Beispielklasse, die jetzt der UI-Designer eben nutzen kann, um sein User-Interface mit den entsprechenden Bindings auszustatten und diese Beispielklassen zu ViewModels, die findet man üblicherweise in einem Ordner, also das ist so eine Konvention, die man einhalten kann und vielleicht auch sollte, in einem Ordner, der SampleData heißt. Und hier werde ich jetzt eben einmal eine neue Klasse hinzufügen, nenne ich SpielerViewModelSampleData und mache die auch public und werde hier jetzt eben mal dieses iSpielerViewModel mit implementieren. Und ich muss hier jetzt eben diesen Spieler mit hinzufügen. So, und damit wir diesen Spieler hier zurückgeben können, return ich einfach hier ein Feld, das Spieler heißt.
Und das werde ich jetzt eben hier sofort mal initialisieren mit ein paar interessanten Sachen. Der heißt eben Player B meinetwegen. Und der hat eben eine Liste von Spielsteinen. Also vielleicht werde ich diesen Spieler auch in einem Konstruktor erzeugen. Das wäre vielleicht besser. Nichtsdestotrotz können wir den Read-Only machen, damit ich hier eben nicht bloß eine Anweisung zur Verfügung habe. So. Und wir können jetzt eben diesen Spieler hier erzeugen über Player B meinetwegen. Und dann müssen wir ihm noch Spielsteine geben. Und wir müssen ihm eine Farbe geben. Und beispielsweise nehmen wir ein schickes Blau. Irgendwie 0, 0 und 128. So. Und diese Spielsteine müssen wir natürlich vorher auch noch initialisieren. Das heißt, ich mache mir hier eine neue Liste von Spielsteinen. Und dann werde ich mir jetzt hier eben in einer Vorschleife mal 21 Spielsteine erzeugen. Add bitte einen neuen Spielstein. Dann können wir hier diese Farbe auch auslagern. Die Spielerfarbe soll nämlich die gleiche sein wie beim Spieler. Kann ich jetzt hier sagen? Ja. So, okay. Das ist hier jetzt eben die Spielerfarbe. Und wenn ich diesen Spielstein erzeuge, muss ich ihm eben eine Farbe mitgeben. Das ist die hier oben. Und den Namen des Spielers, also den können wir uns halt auch mal hier oben jetzt festhalten. Spielername ist gleich Player B. Und das geben wir dem Spielstein mit. Das ist ja der eindeutige Identifier hier in diesem Fall. Und dann können wir uns den Spieler dann auch so zusammensetzen. Mit der Farbe, die wir noch haben. Spielerfarbe. So. Das hier können wir noch zu einem konstanten String machen. Das passt auch. Und damit haben wir jetzt eben 21 Spielsteine in dieser Liste. Und hier sind wir jetzt eben dabei, das so zu machen. Okay, dann gehen wir an diesen Boolean ran. Hier sagen wir einfach mal standardmäßig, dass der true ist. Ich werde das aber wahrscheinlich so machen. Ich mache das zu einer automatischen Eigenschaft. Also ich werde hier nicht nur eine Get-Methode implementieren, sondern auch eine Set-Methode. Und das heißt dann einfach, dass der UI-Designer spaßeshalber mal die Ist an der Reihe-Eigenschaft auf False setzen kann. Standardmäßig werde ich aber hier jetzt in diese Ist an der Reihe-Eigenschaft auf True setzen. Das heißt, wenn der Konstruktor vorbei ist und das Objekt zu dieser Klasse initialisiert ist, ist an der Reihe gleich True. Okay, und damit haben wir jetzt eigentlich mal so eine Beispiel-ViewModel-Klasse implementiert, die wir jetzt auch, das ist jetzt der Witz, dass man diese auch sehr einfach jetzt mal hier mit einbinden kann. Dazu muss ich das Projekt einmal erstellen, weil dieser Designer, okay, wir haben jetzt hier noch unsere Tests gebrochen. Und ich werde dann später nochmal zeigen, wie man solche Probleme behebt, wenn man zum Beispiel ein neues Argument zum Konstruktor einer Klasse hinzufügt oder überhaupt so einen Methodenaufruf, wie man seine Tests dann so sicher macht, dass man das nicht in mehreren Tests nachziehen muss. So, und hier mache ich jetzt einfach 000, weil es interessiert mich gar nicht, welche Farbe der genau hat. 000. Okay, und ich hoffe, das war's jetzt. Glück gehabt. Also, vielleicht noch ein paar Worte zu diesem Problem, was ich hier gerade gesagt habe, dass jetzt dieser Test nicht mehr kompiliert, bloß weil wir jetzt eben zum Spieler eine neue
ein neues Argument hinzugefügt haben zu deren Konstruktor. Das ist ein tatsächlich großes Problem. Und im Normalfall hat man nicht jetzt, ich glaube, wir haben aktuell 16 Tests, sondern man hätte, wenn man es ordentlicher gemacht hätte, so um die 30 bis 50 Tests. Und man hätte vielleicht auch ein paar mehr zur Spielerklasse geschrieben. Und wenn man das dann in jedem Test durchziehen muss, dann kann das ganz schön viel Zeit kosten. Und es gibt mehrere Möglichkeiten, dass man das nutzt. Ich finde, die beste ist das sogenannte Test-Fixture-Pattern. Aber das schauen wir uns in einem späteren Video nochmal genau an. Bloß einfach mal für Sie, für das Magengefühl, das, was hier gerade passiert ist, ist eigentlich ein richtig großes Problem, wenn man im Normalfall viele Tests hat. Okay, aber zurück jetzt zu unserer View. Wir können jetzt eben sagen, wir lassen diese Texte, die wir jetzt hier haben, nicht statisch hier drin, sondern wir setzen jetzt an den entsprechenden Stellen eben Data Binding ein, um das Ganze zu nutzen. Dazu gibt es einen XML Namespace namens D. Und dieses D steht für Design, also sozusagen, wenn der Entwickler, der diese View baut, hoffentlich ein UI-Designer, manchmal sind es aber auch tatsächlich Programmierer, dass man alles, was man über den D-Namespace mit einbindet, wird sozusagen hier im Visual Studio Designer mit angezeigt und man kriegt das schnelle Feedback über das, was man hier gerade macht, ob das auch sinnvoll aussieht oder nicht. Aber wenn das Programm dann tatsächlich läuft, wird dieses D, dieser alles, was sozusagen mit dem D vorangestellt wird, ignoriert. Und das sagt eben auch diese Zeile hier aus, MC Ignorable D. Aber was man hier zum Beispiel schon mit D eingebunden hat, ist die Design Height und die Design Width. Also wie groß soll jetzt denn diese View, die wir hier gerade bearbeiten, tatsächlich auf im Visual Studio Designer dargestellt werden? Und genau dafür kann man eben alles, was mit D anfängt, nutzen. So, und dann muss ich jetzt noch mal kurz zur Erklärung kommen, wie jetzt denn View und View Model verbunden sind. Das ist eben unsere View. Und hier haben wir unser View Model. Und es hieß ja eben, dass wir hier drauf Properties haben, die ich jetzt mal mit Props abkürze. Und an die binden wir uns eigentlich mit Data Binding. So, aber wie ist jetzt eigentlich die Referenzierung von View und View Model genau, wenn man dieses Pattern befolgt? Nun, in WPF und auch in den anderen XAML-basierten Frameworks, wie jetzt eben für WinRT oder Windows Phone, gibt es eine Eigenschaft, die heißt Data Context. Und da kann man ein beliebiges Objekt reinsetzen, denn diese Data Context Eigenschaft ist vom Typ Object. Also könnte man hier beispielsweise auch seine View reinsetzen. So, und wenn man ein Binding spezifiziert, also ein Data Binding von dem, was ich vorher gesprochen habe, die entsprechende Klasse dazu heißt in WPF eben Binding, dann muss man eben ein spezifizieren, zu welcher Quelle man denn hinschaut. Und der Vorteil vom Binding ist, dass wenn man keine Quelle angibt, also man würde jetzt zum Beispiel nur sagen, binde dich bitte an ist an der Reihe, diese zweite Eigenschaft, die wir vorhin auf dem Interface definiert haben. Genau das wird jetzt eben dazu führen, dass das Binding versucht, sich an eine ist an der Reihe Eigenschaft vom Data-Kontext, vom Objekt, was im Data-Kontext referenziert wird, zu hängen. Das heißt, üblicherweise steckt man eben ein View-Model in die Data-Kontext-Eigenschaft eines User-Controls, eines Windows und so weiter. Data-Kontext wird, wenn ich mich richtig entsinne, auf Framework-Element spätestens definiert. Und das heißt, jede Klasse, die von Framework-Element in WPF ableitet, hat einen Data-Kontext und deswegen ist das gut. Das heißt, letztendlich wird hier auf diesem User-Control der Data-Kontext gesetzt, um das View-Model mit der View zu verbinden. Und der Vorteil ist, Data-Kontext ist eine Dependency-Property, die über den Visual-Tree vererbt wird. Das heißt, wenn ich auf
User-Controlled in Data-Kontext setze, dann wird das auch auf Border, Grids und alle anderen Subelemente, hier diese beiden Textblöcke, auch noch weitergegeben. Und wenn ich eben vom Textbox, von diesem Textblock hier beispielsweise aus auf den Data-Kontext zugreifen will, dann kriege ich letztendlich genau das Objekt, was ich hier beim User-Control reingesteckt habe. Also Dependency-Properties haben eben unter anderem auch die Eigenschaft, dass man bestimmte Sachen über diesen ganzen visuellen Baum, wie ist eine View aufgebaut, weiter vererben kann. Und damit wird eben dann die Darstellung richtig gezeichnet. Okay, also wichtig ist, merken, alles hat einen Data-Kontext, der wird automatisch auch an Subelemente weitervergeben und darüber kann man eben bei seinen Bindings festlegen, auf welche Eigenschaften der geht. So, und hier im Design-Modus haben wir jetzt natürlich noch keinen Data-Kontext, den kann man aber eben mit diesem D-Namespace auch hier festlegen. Das heißt, ich gehe jetzt hier auf d.userControl.dataContext und werden mir jetzt hier noch einen extra XML-Namespace einbinden, der eigentlich bloß auf 4 gewinnt, WPF-Client und dann eben diese Sample-Data guckt. Also alles, was in diesem Common Language Runtime Namespace oder C-Sharp Namespace Sample-Data mit definiert ist. Das kann ich jetzt auch hier in XAML instanzieren. Das mache ich jetzt mal. Ich sage hier einfach SD. Ich hätte gern dieses Spieler View Model Sample Data Element. Okay. Und das erste, was ich jetzt mache, ist, dass ich hier diesen statischen Text Player A mal gegen ein Binding austausche, das jetzt eben, und man sieht ja schon, es wird sofort dieses Element, diese Spieler View Model Sample Data versucht darauf zu String aufzurufen, deswegen kommt auch der vollqualifizierte Name zurück. Aber wir binden uns jetzt einfach an Spieler.Name und haben jetzt hier eben Player B drin stehen. So, und hier müssen wir jetzt eben ein bisschen sinnvoller nachgehen. Wir haben hier eben ich mache jetzt mal die Landform eines Bindings. Also eigentlich würde man sagen, dass die Path-Eigenschaft eines Bindings bitte hier Spieler.Spielsteine.Count sein soll. Und da würde jetzt eben 21 stehen. Und man könnte hier jetzt eben noch einen String-Format angeben. So, und jetzt wird es ein bisschen schwierig, weil man nämlich die geschweiften Klammern, die sind ja wichtig für diese Markup-Extensions in XAML. Und das heißt, man muss die escapen. Ich hoffe, jetzt kriegt das mal automatisch hin. Ich glaube, das muss jetzt nämlich so aussehen, dass man hier sagt, ich würde gerne hier die 21 stehen haben und dann schreibe ich da Spielstein dahinter. Und so, also ich kann nicht bloß mich einfach an ganz normale Werte binden, sondern ich kann die über ein Binding auch noch ein bisschen modifizieren. Oder was wir auch noch machen könnten, ist, dass man einen Converter schreibt oder dass man wirklich in die ins ViewModel einen sozusagen Mechanismus direkt einbaut, der jetzt diesen String hier formatiert. Aber man hat ein bisschen Freiheit, was man über ein Binding machen kann, was man vielleicht im ViewModel unterbringt. Und eventuell kann man auch noch einen Converter zwischen einem Zielwert und den Quellwert vom ViewModel hängen. Das geht auch alles. Also es gäbe hier noch eine Converter-Eigenschaft, die wir hier mit haben. Und diese Converter-Eigenschaft, die werden wir wahrscheinlich jetzt auch mal hier nutzen. Das heißt, wir werden uns jetzt hier, wie machen wir das denn am besten? Also was ich machen werde, ist als erstes, dass ich hier mal wieder ein Binding angebe für diese Foreground Property. Und wir möchten uns jetzt eben an Spielerfarbe dranhängen. Und genau das gleiche können wir hier unten machen.
Binding Spieler.Spielerfarbe. So, und jetzt sind wir nämlich mal in einer relativ prekären Situation. Und zwar haben wir nämlich im Core hier die Farbe definiert und die soll ja bitte mit Rot, Grün, Blau dargestellt werden. So, das Problem ist, WPF kennt diese Klasse nicht. Wie soll das auch passieren? Wir haben sie ja vorhin erst geschrieben und WPF gibt es schon ein bisschen länger als unseren Code hier. Wir müssen jetzt also konvertieren eigentlich von dieser Farbe-Klasse, die wir hier haben, zur entsprechenden Klasse, die WPF selbst benutzt. Und Foreground sind meines Erachtens sogenannte Brushes, wenn ich mir das richtig anschaue. Genau, also wir brauchen hier eigentlich einen Brush, den wir zurückgeben, wenn wir hier die Spielerfarbe ansteuern. So, und damit wir das machen können, gebe ich jetzt hier eben einen Converter an. Und Converter sind eben wiederum andere Objekte, die benutzt werden, um von einem Wert zu einem anderen Wert hin zu konvertieren. Und üblicherweise sind dann diese Converter als Ressourcen definiert. Das heißt, ich gucke mir das mal jetzt hier an, dass ich mir sage, das ist ein Farbkonverter. So, den gibt es jetzt natürlich noch nicht und deswegen werde ich diesen Farbkonverter jetzt mal schreiben. Ich mache also eine neue Klasse, Farbkonverter. Farbkonverter. Und alle Converter müssen ein spezielles Interface implementieren und das ist iValueConverter. Das ist ein Interface, das mit WPF mitkommt und es gibt hier eben zwei Converts und ConvertBack-Methoden. Und diese ConvertBack-Methode brauchen wir überhaupt nicht, denn wir möchten ja bloß vom ViewModel hin zur View konvertieren. Aber es gibt ja nirgendwo die Möglichkeit, dass man sagt, man kann jetzt seine Farbe setzen oder ähnliches. Vielleicht noch nicht. Aber ich schmeiße jetzt erstmal eine Not Supported Exception hier. Okay, und dann kann ich hier oben eben mir jetzt dieses Objekt, das ich nutzen möchte, mal casten, und zwar in eine Farbe. Ich kann hier eben auf Value gehen und sagen, bitte gib mir das mal als Farbe zurück, das was eben im Core zur Verfügung steht. Und wenn Farbe natürlich nicht funktioniert, wenn Farbe gleich Null ist, dann gebe ich hier Null zurück. Also wichtig ist, normalerweise sollte ein Converter keine Exceptions schmeißen, wobei man das auch machen könnte. Ich glaube, ich werde hier sogar meine Exception schmeißen, eine Argument Exception, würde ich sagen, Value ist keine Farbe. Üblicherweise sind aber alle Binding-Sachen und so weiter, also Converter, die man dazu gemacht, die sind so definiert, dass sie, wenn eine Exception auftritt, dann bringt es das Programm im Normalfall nicht zum Absturz. Also auch wenn ich jetzt hier sozusagen eine Exception werfe, dann wird es wahrscheinlich vom Binding gelockt, aber es ist nicht so, dass deswegen unsere Applikation abstürzt. Also normalerweise hat man dann Try-Catch-Blöcke um die entsprechenden Stellen im Code rum, oder das haben die Entwickler von .NET eben so gebaut, oder von WPF, um genau zu sein. Und genau, das ist eben das, worauf man achten müsste. Es können Binding-Fehler vorkommen, aber das sieht man nicht an der Exception, die dann während des Programmablaufs auftreten. Sondern diese werden im Normalfall vom Binding geschluckt, damit die Applikation trotzdem weiterläuft. Ich persönlich finde das selber gar nicht so gut, weil lieber sollte ich in der Entwicklungsphase durch eine Exception feststellen, dass ich irgendwas noch nicht richtig gemacht habe, als dass das so halbwegs geschluckt wird und wenn ich Pech habe, bemerke ich es nicht. Okay, aber wenn ich diese Farbe habe, dann kann ich jetzt eben einen sogenannten Solid Color Brush, das ist eine Klasse in WPF, eben zurückgeben. Und dieser Solid Color Brush erwartet, wie wir hier sehen, eine Color in diesem zweiten, in dieser zweiten Überladung und des Konstruktors. Und eine Color ist eben eine Struct, die hier über mehrere
Sachen gesteuert werden kann. Also es gibt hier SCA, ABGR, also das sind eben ein bestimmtes Farbschema. Man kann hier aber auch ganz normal ABGR angeben. Und A steht eben für den Alpha-Kanal, das ist die Durchsichtigkeit des Ganzen. Und ich denke mal, wenn man Alpha auf 0 stellt, dann sieht man nichts mehr, wenn ich mich richtig entsinne. Und es gibt hier sogar eine From-RGB-Methode. Ich glaube, die könnte man stattdessen nehmen. Das ist so eine Factory-Methode, die statisch ist. Dann machen wir doch das mal, bevor wir hier eine neue Color erstellen. Machen wir hier ein Color-From-RGB. Weil genau das machen wir ja. Und wir gehen jetzt hier eben auf die Farbe. Und wir brauchen erst Rot. Und dann Grün. Und dann Blau. Und damit haben wir eben die Farbe, die wir hier einsetzen, konvertiert. Gut. Und so ist eigentlich auch schon unser Farbkonverter fertig. Wir können den jetzt eben einsetzen, um dann eben diese Ansicht darzustellen. Und genau das machen wir jetzt auch mal. Ich erstelle mir jetzt ein neues Resource Dictionary. Hier in unserem WPF-Projekt, nennen wir es einfach Resources. Hier werde ich dann alles reinstecken, was irgendwie mit Ressourcen zu tun hat. Das heißt, ich werde jetzt hier eben auch mal diesen Converter mit reinstecken. Hier nehme ich erstmal den Namespace L für Local und sage, das ist eben 4 gewinnt WPF-Client. Und das war es auch schon, weil dieser Farbkonverter hier im obersten Namespace liegt. Okay, und wir können jetzt eben sagen, dass wir das Ganze nochmal bilden. Ich hoffe, es funktioniert. Okay, und dann können wir jetzt eben L.FarbConverter festlegen und ich muss diesem Ganzen natürlich einen Key geben, weil ein Resource Dictionary eben nichts anderes ist als ein Key-Value-Store. So, und dann nenne ich das Ding auch so, wie die Klasse heißt, nämlich FarbConverter. Okay. So, und dann müssen wir dieses Resource Dictionary hier noch in der App XAML angeben. Das heißt, ich mache hier ein Resource Dictionary auf für die Application Resources und hier merge ich dann andere Resource Dictionaries rein, beispielsweise eben unser neu erstelltes, das da eben heißt resources.xaml. So, dann kompiliere ich das Ganze noch einmal, weil der Designer mit Reflection arbeitet und wenn ich meinen Code nicht erstelle, dann geht das Ganze natürlich nicht. So, und hier habe ich noch ein C stehen statt ein K und schon geht das Ganze jetzt. Sollte gehen. Jetzt bin ich bloß am mich wundern, warum er diese Farbe hier immer noch nicht konvertiert. Er geht auf die Spielerfarbe und das ist ja eine Farbe. Und da steht Rot, Grün, Blau drin. Und dann sollte er das doch eigentlich konvertieren. Vielleicht sehen wir es jetzt bloß wirklich noch nicht im Design. Oder was habe ich denn für eine Farbe angegeben? Das war meines Erachtens. Ja, das sollte man eigentlich schon sehen. Irgendwie so ein Blau. Dann kommt mal ein richtig deutliches Blau. Was er dann sagt. Ja doch, jetzt sieht man es. Also wahrscheinlich hat man es vorher bloß schlecht gesehen. Das kann natürlich mal sein. Aber wir haben jetzt hier eben dieses Blau und genauso können wir eben auch unsere Spielsteine hier unten anzeigen, indem wir hier bei diesem Binding unten einen Converter einsetzen, den ich hier mir jetzt eben aus den Ressourcen der WPF-Applikation hole. Und damit haben wir eben die Sache hier. Okay. Und jetzt kommen wir zum noch etwas schwierigeren Teil. Das ist nämlich diesen Border Brush setzen. Der soll ja bitte auf nur dann angezeigt werden, wenn der Spieler an der Reihe ist. So, und deswegen mache ich jetzt was Verrücktes. Ich mache hier jetzt nämlich ein Binding direkt einfach auf das komplette View-Model. Und ich werde hier auch wieder einen Converter einsetzen, den ich da nenne
ist an der Reihe zu Brush Converter. So, und den gibt es natürlich noch nicht. So, und jetzt sehen wir erstmal gar nichts. Und deswegen werde ich hier jetzt noch diesen zweiten Converter schreiben. Den ich da eben so nenne, ist an der Reihe zu Brush Converter. Das ist an der Reihe zu Brush Converter. Und auch hier implementiere ich jetzt wieder iValue Converter. Auch hier werfe ich jetzt erstmal eine Not Supported Exception in dieser Convert Back Methode. Und wir machen hier jetzt eben so weiter, dass wir uns jetzt ein Spielerview-Model holen. Das heißt, wir interpretieren diesen Value als Spielerview-Model oder als iSpielerview-Model. So, und wenn das Ding null ist, dann schmeiße ich eben wieder eine Argument-Exception. Value ist kein Spieler-View-Model. Okay, und was ich jetzt mit diesem Spieler-View-Model machen kann, ist hier mal mir angucken, ist denn der Spieler an der Reihe. Falls das true ist, dann kann ich jetzt eben zurückgeben ein eine New Solid Color Brush. Also im Prinzip das, was ich vorher auch gemacht habe, mit Color from RGB. Und hier kann ich dann eben auf das Spieler-View-Model gehen und auf den Spieler zugreifen und auf dessen Farbe. Da mache ich eben rot. Und blau einsetzen. Und damit man das Ganze noch etwas besser lesen kann, mache ich mal diesen Block richtig auf und sage, die Spielerfarbe ist gleich Spieler-View-Model Spielerfarbe. Und dann kann ich das hier nämlich alles etwas ersetzen. Einfach durch die Spielerfarbe. Gut, und wenn das eben nicht der Fall ist, dann lande ich ja hier unten und kann dann eben einfach sagen, ich gebe einen Solid Color Brush zurück mit der Colors.transparent. Vielleicht noch ein New wäre angebracht. So, und so kann ich eben hier in diesem Converter festlegen, wie sich der Rand, diese Border verhalten soll, wenn der Spieler an der Reihe ist oder eben nicht. Ein Problem werde ich jetzt bloß noch haben. Ich werde nicht mitbekommen, ob er jetzt an der Reihe ist oder nicht. Das wird noch ein Problem sein. Hey, dieser Wert wird ja nur abgedatet, wenn sich das View-Model ändert und nicht dieses ist an der Reihe. Also ich glaube, ich muss das noch etwas anders machen, später. Aber wir schauen jetzt erstmal nochmal kurz zurück. Genau, ich müsste jetzt erst nochmal hier in den Resources diesen Converter instanzieren. Das ist an der Reihe Brush Converter, X-Key, Farbe. Converter ist an der Reihe zu Brush Converter. Und ein Problem werde ich eben hier noch haben, dass diese View jetzt eigentlich wieder funktionieren sollte, hoffentlich.
Aber das tut er eh nicht. Andersrum. Dann bin ich nicht mit ist an der Reihe. Hier ran. Und gebe hier noch den Converter-Parameter mit. Und das ist eben, hier kann ich wieder ein Binding machen auf den Data-Kontext. So, und jetzt verstehe ich bloß noch nicht so ganz, warum man das hier nicht macht. So. Okay. Wir binden uns jetzt hier an die ist an der Reihe und nehmen den Converter noch mit. Ich nehme diesen Static Result, ist dann noch eins überhaupt nicht mal weiter. Ach so, das geht wiederum nicht. Das ist schade. Okay, dann müssen wir es anders machen. Dann gehen wir hier nochmal zu dieser Klasse und geben hier einfach bloß colors. Nehmen wir doch silver zurück und ansonsten geben wir hier transparent zurück. Und dann brauchen wir auch das nicht und wir bekommen hier einen Boolean. Okay, dann können wir diesen Code vielleicht noch etwas vereinfachen. Okay. Und dann schauen wir nochmal, was er jetzt sagt. Wir haben uns jetzt hier in der Spielerview befinden, genau. Also ich habe es jetzt eben so gemacht, dass man dieses ist an der Reihe jetzt entweder silber darstellt oder eben transparent und nicht anhand der Spielerfarbe. Damit man das ordentlich macht, müsste man das fast mit ins View-Model ziehen. Das dauert mir jetzt aber ehrlich gesagt zu lange, damit das hier funktioniert. Und wir können jetzt eben hier spaßeshalber mal ist an der Reihe auf true setzen. Das passt noch. Aber wenn wir das hier eben auf false setzen, dann sollte das eigentlich dafür sorgen, dass hier jetzt eben diese Reihe hier verschwindet. Und ansonsten ist sie eben da. Genau, und damit haben wir jetzt mehr oder weniger eben die Spielerview abgeschlossen. Und im nächsten Video werden wir uns eben darum kümmern, wie wir die das View-Model zur Spieler-View erstellen. Bis dahin sage ich vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis bald!